Nach über 24 Monaten und weit darüber hinaus ist es endlich soweit. Ich bringe mein Fazit nach einem Jahr Roblox raus. Ja, Leute, nach 365 Tagen möchte ich jetzt mein Fazit abgeben. Wie war der Versuch der neuen Reihe Roblox hier auf dem Kanal zu starten? Was ist das Ergebnis und wie geht's mir ein ganzes Jahr später? Das wird heute ein ziemlich unorganisiertes Video, Leute. Das ist auch der Grund, weshalb ich euch die Timestamps unten in die Videobox packe. Also je nachdem, wer sich für welches Thema interessiert, sollte jetzt auch gut aufpassen. Also ich werde das Video jetzt so aufteilen, da wirklich alles sehr zufällig ist, dass ich einfach jetzt zuerst mein grobes Fazit abgebe. Ich möchte heute so oberflächlich wie möglich sein, weil eigentlich ist alles, was ich an Inhalt und Input bringe in dem Video, für 3 oder 4 Videos geplant worden. Aber ich habe mich so entschieden, um irgendwo mit diesem Thema abzuschließen, dass ich einfach alles heute in ein ganzes Video packe. Also zuerst möchte ich natürlich, wie gesagt, auf mein Fazit eingehen. Ich möchte allgemein sagen, wie es war, wie es mir ging. Dann möchte ich weitermachen mit ein paar tollen Aufnahmen, Erzählungen, wo wir einfach so ein bisschen in die Tiefe gehen. Dann geht es tatsächlich ums Thema, warum habe ich überhaupt meinen Account gelöscht und was ist da genau passiert. Und das Letzte ist tatsächlich ein kleiner Ausblick zu dem nächsten Halloween-Special, weil ich möchte dieses Jahr garantiert noch ein paar Halloween-Videos rausbringen. Und da möchte ich einfach so einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Meine bisherige Zeit auf Roblox war ziemlich chaotisch. Ja, um das mal so auszudrücken. Also, ich muss halt sagen, dass ich zwiegespalten bin. Also auf der einen Seite war es eine richtig coole Zeit mit so vielen Gaming-Eindrücken und Impressionen. Auf der anderen Seite war es zum Teil wirklich so ein gescheitertes Erlebnis, sag ich mal, wo man einfach sehr viele weirde Momente hatte. Ich meine, wir müssen uns einfach vor Augen führen, was sind denn jetzt nun die Vorteile und die Nachteile? Und als ich diese Gaming-Reihe gestartet hatte, war ich ja am Anfang von diesem ganzen Blocks-Modell, Lego-like, gar nicht so richtig überzeugt. Aber dann dachte ich mir, hey, wenn so viele Leute das jetzt playen und es so vielen Spaß macht und einfach viele zu MSP und anderen Games parallel Roblox laufen haben, dann mache ich das doch auch. Und seither sind ziemlich viele Videos entstanden. Es sind wirklich so viele Videos zusammengekommen. Es gab das First Date of Roblox, dann gab es noch den DJ Simulator, wollte ich sagen, den DJ Obby. Ja, und es gab einfach so viele weitere Games, die hier auf dem Kanal präsentiert wurden. Dann gab es noch viele Shopping Experiences und so vieles mehr, wo ich zum Teil bei den Videodrehs so dermaßen viel Spaß hatte, dass ich mich gar nicht mehr zurückhalten konnte. Es war wirklich eine richtig tolle Zeit. Aber auf der anderen Seite war der Dreh einfach immer total chaotisch. Man musste immer alles raussuchen, man musste alles zum Teil dokumentieren, was man wo gemacht hat. Und auch das ganze Video cutten und das Zusammenführen von den ganzen verschiedenen Szenen, das war ein Haufen Arbeit gewesen. Aber auf Roblox hat es so gut geklappt. Es war einfach ein roter Faden bei rumgekommen. Egal, was man gemacht hatte, am Ende hat es alles eine ergiebige Geschichte erbracht und es hat einfach Sinn gemacht. Aber zu der Frage, was sind jetzt die Vor- und Nachteile? Wie ich jetzt bereits schon gesagt habe, Vorteile sind: es war einfach ein roter Faden da. Man konnte richtig gut Videos machen, man konnte richtig viele Videoeindrücke sammeln. Das ist schon mal ein ganz großer Pluspunkt, der zum Beispiel auf MSP vermehrt nicht möglich ist. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass man eine riesen Community vor sich hat. Jeden Alters, jeden Stands, egal wer wohnt wann, man trifft einfach so viele unterschiedliche Charaktere. Und das ist einfach witzig, weil am Ende kann man dadurch auch eine richtig tolle Zeit zusammen haben. Aber es ist einfach so das Ding, dass man wirklich in manchen Community eingeschleust wurde und dann wiederum einfach sehr vieles machen konnte innerhalb der Community. Also ich würde einfach sagen, dass das auf jeden Fall ein zweiter Vorteil ist. Der dritte Vorteil ist auf jeden Fall diese Multiperspektive, dass man wirklich so viel verdammte Gaming-Welten hat, Leute. Von Expedition Antarctica
bis hin zum Superhero Simulator. One Hero, es gibt wirklich jeden Namen, der da vertreten ist. Es gibt, glaube ich, 30, 40 verschiedene Hero Simulator, ja. Also man hat da wirklich enorm viele Themen und auch Roblox Events. Denn es gibt auch sehr vieles, was noch in den Startlöchern steht. Es gibt limitierte Items, UGCs und so vieles mehr. Also das ist wirklich so der vierte Punkt, den ich einfach so cool gemacht finde auf Roblox, dass man etwas von der Plattform zurückbekommt. Und dass die Plattform wirklich Interesse zeigt an Updates und an Upgrades. Die Nachteile, Leute, die Nachteile sind auf jeden Fall, Roblox ist ein richtiger Zeitfresser. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, Roblox ist so eine Plattform, wo man vielleicht jetzt so eine Stunde am Tag bleibt. Nein, Roblox ist eine Plattform, manchmal bist du 8 Stunden durchgehend dort. Auch wenn es nur AFK Tycoon ist, man ist einfach permanent dort. Ich glaube einfach, dieser Reiz, auf Roblox zu bleiben, ist enorm groß. Der zweite Punkt ist, man weiß nicht so richtig, wie man sich einordnen soll. Roblox hat einfach so viele Spiele, man möchte eigentlich in einer Nische bleiben, aber es gibt einfach zu viele Spiele, die sich ähnlich sehen. Es gibt zu viele andere gute Spiele, dass man sich so ein bisschen verliert in dem Ganzen. Und das ist, glaube ich, auch ehrlich gesagt ein Nachteil, weil ich das ja auch bei mir beispielsweise auch im Punch Simulator gesehen habe, dass man sich manchmal in einzelnen Games so stark verliert, dass man einfach den Rest verpasst. Und das dritte ist natürlich die Leute. Die Leute. Es ist einfach, man weiß nicht, wer dahinter steckt. Man weiß nicht sozusagen, wer hinter Monitor sitzt. Man hat mit verschiedenen Leuten zu tun. Ich habe vorhin Charaktere gemeint, aber es ist nicht immer was Positives, wenn man auch gleichzeitig mit Leuten zu tun hat, die eigentlich nicht wirklich positiv drauf sind. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass Roblox wirklich ein Game an und für sich ist, wo die Vorteile überwiegen. Jedoch gibt es aber so Punkte, wo man sich als Creator ein bisschen zurücknehmen muss. Wenn mich jetzt jemand wirklich fragen würde, hey, was ist so dein Lieblingsmoment aus der Roblox-Reihe schlechthin? Ja, das wäre auf jeden Fall die Halloween-Reihe aus dem Jahr 2023, Leute. Ja, da hatte ich so ein echt großes Halloween-Video gemacht, wo ich dann nicht nur auf Roblox unterwegs war, sondern auch auf MSP. Und wir hatten ja zuerst dieses Granny-Game gehabt, was total durchgeknallt war. Und dann ging es so richtig weiter in die Tycoons, in diese ganzen Impressionen da, wo man wirklich so Welten für sich entdecken konnte, die richtig Spaß gemacht hatten. Also das war wirklich so ein All-in-One-Video, auf das ich ziemlich stolz bin. Und es hat auch riesen Spaß gemacht, das Video zu produzieren. Aber es gab auch so viele Videos davor, zum Beispiel auch diesen ganzen Obbys, die ich gespielt hatte am Anfang. Ich möchte jetzt auch wieder so ein Obby-Mensch werden, sag ich mal, weil das einfach so meine Anfänge waren und ich fand das einfach richtig lustig. Also es war gut umgesetzt, es gab Momente, wo man sich als Creator denkt, das hätte ich besser machen können, aber es war so lustig gewesen. Also ich möchte das auf jeden Fall wieder aufgreifen hier und hoffe einfach, dass ich in den nächsten Jahren einfach wieder mehr von solchen Momenten habe. Aber ja, das war tatsächlich so, wenn wir jetzt genauer drüber sprechen, das, was Roblox ausgemacht hat für mich, der ganze Spaß dahinter. Nun kommen wir zu der allseits bekannten Frage, wieso zum Kuckuck hast du deinen Account gelöscht? Ich möchte es relativ kurz halten, weil ich einfach finde, dass dieses Thema nicht mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Wie ihr seht, habe ich schon ein Thumbnail gemacht, weil ich ein einziges Video zu machen wollte. Aber das hätte zu viel Hate und Polemik auf sich gezogen. Deswegen habe ich das mal sein lassen. Ich mache das Video jetzt auch bewusst auf Deutsch, weil ich keine Lust habe auf irgendwelche Sachen in der Richtung. Deswegen möchte ich einfach kurz und knapp sagen, warum. Ich war Top 4 letzten Endes gewesen. Ich war auch schon fast an Top 3. Ich habe meinen Account gelöscht, weil dieses Spiel letztendlich nur Wettbewerb und Pay-to-Win war. Und ich denke mir halt nur so, ich will nicht in einem Spiel sein, was nur damit assoziiert wird. Das ist schon mal der erste Grund, weshalb ich mich gelöscht habe. Ich wollte raus aus den Highscores. Ich wollte nicht, dass mein Name mit diesem Game und mit dieser Goodie Army in Verbindung gebracht wird, weil letztendlich das, was ich in dem letzten Video hoch angepriesen hatte als Goodie Army, war es eigentlich nur eine Interessensgemeinschaft. Und ehrlich gesagt, bin ich auch sehr enttäuscht, weil mich haben diese Leute von allen am ehesten enttäuscht, die ich dachte, dass sie mich am Anfang supportet hätten, wo ich einfach dachte, das ist Support. Und am Ende hat man mich sogar noch als toxisch abgestempelt und das hat mich wirklich am ehesten gestört, dass ich da wirklich nur kam von meinem Grundprinzip aus, hey, ich habe Langeweile, ich suche jetzt irgendwie ein Ziel, einen Sinn, habe sogar meine Videos vernachlässigt und das nur,
weil mir langweilig war. Deswegen habe ich auch diese ganzen Punkte da gefarmt, sag ich mal, weil ich einfach einen Sinn gesucht hatte in diesem Gaming-Bereich, in meinem Privatleben, weil mir einfach langweilig war. Deswegen wollte ich einfach da mir diesen hohen Rang machen. Das hat sich einfach spontan ergeben. Ich habe das nicht herabbeschwört, sondern das war einfach prosaisch so, dass ich da gefarmt habe und am Ende habe ich eine sehr hohe Punktzahl gehabt, also fast diese 100.000, wo ich mir dachte, okay, das ist echt eine richtig tolle Größe, brauche ich aber nicht mehr. Letzten Endes hat man das nur aus Langeweile getan und weil man in dem Spiel so richtig drin war. Was ich aber sagen muss ist, die Zeit, wo man wirklich am ehesten Support erfahren hat von den Leuten in der Community dort, war eigentlich die Zeit, wo man weder einen Namen noch einen Rang hatte. Und da haben dich alle supportet, da waren alle super nett, sogar aus dieser blauen Reihe dort, sag ich mal. Ich nenne es jetzt die blauen Leute, die blaue Gefolgschaft. Da waren alle so richtig nett zu dir, aber am Ende wurde von blau zu rot, weil die einfach keinen Bock mehr hatten. Am Ende, wenn man so ein gewisses Level hatte, ging es nur noch um Konkurrenz, um Wettbewerbsdruck. Und das ist nicht der Sinn und Zweck von einem Roblox-Game, denke ich mir. Ich hatte wirklich keine Lust gehabt, dass mein Name mit dieser Gruppe oder weiterhin mit diesem Spiel in Verbindung gebracht wird. Und jetzt mal ehrlich, Leute, am Ende wurden sogar noch andere gehackt. Also das war jedenfalls die Ausgangslage zu der Zeit, wo ich mir ehrlich gesagt nur so dachte, das ist mir jetzt echt zu blöd. Da habe ich meinen Account einfach dicht gemacht, weil ich keine Lust mehr hatte, noch irgendwie was mit dieser Sache zu tun zu haben. Aus Creator-Sicht hat sich das Spiel am Ende auch gar nicht mehr gelohnt, muss ich sagen, weil die Entwickler null Interesse zeigen an dem Spiel. Es gibt keine Updates und da ist wirklich niemand, der so richtig mal auf den Putz haut und sagt, hey, das Spiel wird weiterentwickelt. Es bleibt einfach an diesem Punkt stehen. Wenn du da in der letzten Welt bist, dann bleibst du in der letzten Welt. Und da setzt man sich aus dieser Nutzlosigkeit heraus irgendwelche Ziele. Zum Beispiel Leute zu jagen, Leute zum Teil runterzumachen. Und ab dem Punkt habe ich gesagt, hey, ich habe keine Lust mehr. Und das ist im Großen und Ganzen so der Grund, weshalb ich mich gelöscht habe, weil ich das einfach nicht mehr vertretbar fand und ich einfach finde, dass es besser ist, wenn ich mich jetzt auf ein anderes Umfeld beziehe, weil wenn man aus Creator-Sicht auf Roblox ist, weil man Videos macht, weil man Leute entertainen möchte und dann kommt man in so einem Game, wo einfach genau das hier der Fall ist, dann hat man ehrlich gesagt auch als Creator keine Lust mehr. Und für mich war an der Stelle auch der Spaß vorbei. Ich hatte letztes Jahr eine tolle Zeit in dem Game, aber danach auch nicht mehr. Zum Schluss möchte ich euch mit Halloween versorgen. Ja, es wurde von Roblox offiziell angekündigt, dass es ein Roblox gesponsertes Event gibt an Halloween. Auf jeden Fall möchte ich jedes Game, was meiner Meinung nach richtig cool gemacht wurde, hier auf meinem Kanal an Halloween bringen, damit ihr auch was von habt und wir alle sozusagen dieses Gaming-Halloween komplett ausnutzen können. Ich werde natürlich auch auf MSP und anderen Plattformen vorbeischauen, aber mir ist es ehrlich gesagt wirklich wichtig, dass jetzt auch hier Halloween einen Platz findet auf dem Kanal. Ja, und damit würde ich sagen, genießt die Eindrücke. Wie ihr sehen könnt, habe ich die letzten Wochen an der einen oder anderen Stelle Zeit gehabt, um einfach mal so richtiges Halloween-Shoppen zu betreiben. Was ich richtig cool fand, waren vor allem auch diese Princess-Outfits. Also ich finde das so cool gemacht, dass man einfach jetzt dieses Jahr an Halloween so eine Linie gezogen hat und Roblox einfach immer innovativer und immer kreativer wird. Damit würde ich einfach sagen, danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem weiteren Halloween-Video und einem anderen Gaming-Video. Bis dahin, euch noch eine tolle Zeit und bis bald.